So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Shadow of the Tomb Raider. Wir haben in der letzten Folge das letzte Grab abgeschlossen und ich hatte da wieder einige Updates in meinem Gehirn, deswegen konnte ich die ganze Sache nicht so gut abschließen oder beziehungsweise so schnell abschließen. Und wir, ach ja, werden, ja... Oh Gott. Ja, wir werden uns in der heutigen Folge um die Schatzruhen kümmern. Und dann haben wir noch Dokumente rein, theoretisch zumindest in Paititi fehlt es noch neuen. Ich habe keine Ahnung, wo diese neuen Dokumente herkommen sollen. Dieses polierte Schmuckstück aus Silber weist einen Goldrand und eingearbeitete Türkise auf. Es scheint eine Art dekorativer Spiegel zu sein. Die Rückseite ist mit einer filigranen Darstellung X-Chels verziert. Ich glaube, Laras Blickwinkel ist einfach hier. Oder? Ach nee. Hier. Naja. Das ist einfach eine Kameraführung, bitte schön. Das macht mich wirklich fertig. So, ja, damit haben wir das auch abgeschlossen. Mehr oder weniger. Dann gehen wir zurück ins Lager. Und gehen aber erstmal in die verborgene Stadt, weil da haben wir auch auf jeden Fall noch Relikte oder Dokumente. Wo waren die? Sokuwayaku? Warte mal, hier war die verborgene. Genau, das oder das verlassene Dorf, so hieß es. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich heute die letzte Folge von Shadow of the Tomb Raider sein. Weil so viel... Na gut, kommt drauf an, wie wir bei Kozumel dann durchkommen. Aber es müsste trotzdem dann relativ schnell und einfach gehen. Weil so viele Dokumente sind es dann doch nicht... Lagert schon wieder. Da sich die Koordinaten, die uns Trinity gegeben hatte, als korrekt erwiesen, war es ein leichtes, die verborgene Stadt zu finden. Allerdings vertrauten uns die Einheimischen nicht und ließen uns nur mit vorgehaltenen Speeren in die Stadt. Es gab einen Tumult unter den Einwohnern, der, wie wir später erfuhren, darauf zurückzuführen war, dass einen Monat zuvor eine Gruppe Inka dort eingetroffen war. Lopez erzählte ihnen, wir wären aus der spanischen Armee desertiert, da wir die Zerstörung, die sie verursachte und weiterhin verursachen würde, nicht länger mit unserem Gewissen vereinbaren könnten. Außerdem würden wir mit Freuden all unsere Güter gegen ein, wenn auch nur vorübergehendes, Obdach eintauschen. Nach einigem Zögern erlaubten sie uns, in der Stadt zu bleiben, solange wir unsere Rüstungen und Waffen in einer kleinen Hütte außerhalb der Stadt ließen. Den Männern gefiel das nicht, weshalb wir uns darauf einigten, zwei von uns zur Bewachung der Ausrüstung zurückzulassen. Hey, der gute Lopez. Haben wir hier Jade und nichts weiter. So. Da müssen wir hin. Jede Gruppe, die Khan verlässt, muss besondere Vorkehrungen treffen, um ihre Spuren zu verwischen. Wir stehen kurz vor dem Ziel und das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind Scharen von Touristen, die versuchen, als Erste ein perfektes Selfie in der Stadt zu schießen.
selbstverständlich. Okay, damit haben wir auch eine Story abgeschlossen. Sehr schön. Und können sie zu Kuwak, Patiti aufmachen. Und zwar was hier hin schnell reißen lassen. Denn hier eine Schatztruhe. War hier oben. Oh Gott, das wird es auch lustig werden. Ja, Entschuldigung, wenn ich sie berührt habe. Ja, war. Oh Gott, die Frau macht mich wieder wahnsinnig, ne? Hier waren wir auch schon. Kameraführung ist manchmal echt ein Chaos. Na, hier kommen wir raus. Alles klar. Ach, das war bei dem Typen, oder? Oder? Ich glaube, es kommen wieder Menschen. Haben wir hier noch irgendwas? Okay. So. Magenta. Wie kann etwas, das wie ein Flugzeug aussieht, von den Inka stammen? Oh, verstehe. Das sind irgendwelche Insekten. Die Archäologie ist eine diffizile Wissenschaft. Man muss sich in die Denkweise von Menschen und Kulturen hineinversetzen, die schon seit Jahrhunderten tot sind. Menschen interpretieren merkwürdige Phänomene nach dem, was sie kennen. Hätten die Inka Flugzeuge gesehen, hätten sie sie vermutlich für Vögel gehalten. Ganz große Piepmetze. Also sind das hier vielleicht doch keine Insekten. Einige dieser Formen ähneln eher Fischen. Oder ist einfach eine Mischung aus beidem. Das ist verboten. Okay. Hätten wir das Monolithen? Irgendwas mit Vögeln. Können wir auch noch Monolithen stehen? Da würde ich den vielleicht mal sehr stiefmütterlich behandeln. Oh, lol. Haben wir irgendwas? Nö. Oh, haben wir hier? Achso, ein Käfer. Alles klar. So, wir waren hier unten. Frage ist, wie kam ich nochmal hier hinein?
war doch schon mal hier drin. Warte mal. Muss ich hier hoch? Ich bin mich irgendwo durchgequetscht. Warte mal, muss ich von der anderen Seite kommen? Oder? Nee. Hä? Ah. Oh. Ah. Die auffälligen Verzierungen dieses Feuerbohrers deuten darauf hin, dass er für die Neufeuerzeremonie gedacht war. Ein aztekisches Neujahrsfest, an dem 5 Tage lang gefastet, Aderlässe durchgeführt und Opfer dargebracht wurden. Der Feuerbohrer wurde auf der Brust der frisch Geopferten platziert und entzündete mit seinen Funken ein großes Freudenfeuer, das wiederum die Flammen jedes nahen Tempels nährte. Ja. Oh Gott, es geht wieder los. Nera! Was siehst du, was ich... Oder was siehst du nicht, was ich sehe? Dieser Bohrer scheint allerdings nie benutzt worden zu sein. Seine Rillen weisen keinerlei Blutspuren auf. Okay, schön. So, ich würde solche Zustände bekommen, wenn ich wüsste, ich könnte nicht auftauchen, um Luft zu holen. Hier haben wir noch ein Relikt. Da war das, okay. Etzli jetel tene sukim bashalon mantats balemain wil ilekinova bejing boling wohel bashtene jam bashokanan tiubetik. Kanan tial tulakalon, baleta kingwilik, mishmak pulik, tunichal, ichilial kajo. Man den schon? Ja. Genau. Ja, schön. Hier noch irgendwas? Ja. Gott. Was ist das für eine Kamera? Glaube ich hier oben noch. Da, okay. Hallo. Ich habe mir gerade einen Vogel gezeigt. Junge, Alter. Gib dir gleich mal einen Vogel. Ach ja. Die Inka nutzen eine Kombination aus Gefriertrocknung und Salz, um nahezu alles Essbare zu konservieren. Okay. Charqui und Chuños sind im Grunde Fleisch und Kartoffeln.
Köstlich. Und hat die ganze Zeit hier überdauert. Sehr schön, lecker, lecker. Ha, wenigstens doch hier abgeschlossen. Ja. Ich glaube noch Monolithen. Instrument mache ich fertig. Oh mein Gott, oh, dieser Pinguin ist eine Gartendekoration, die bemalt, verziert und an einem Ort der Verehrung aufgestellt wurde. Ich sollte nicht darüber lachen. Ach, guck mal, wie süß der aussieht. Die Einheimischen kennen weder das Tier, das diese Statue darstellen soll, noch das Material, aus dem sie besteht. Hat da jemand davon geträumt? In Partiti gibt es kein Plastik. So. Keine Ahnung, wer hierfür verantwortlich ist, aber ich würde gern mit ihm reden und ihn fragen, wofür er diesen Pinguin eigentlich hält. Mein Gott. Würde ich aber auch anbeten. So, und ich glaube, das müsste der hier sein, den wir nicht entziffern können. Das beschreibt etwas in der Nähe. Der jüngste von vier Brüdern dreht den anderen den Rücken zu. Sprechen ist nicht möglich, da ich in seinem Mund liege. Aber die vier Brüder. Das ist vielleicht der vierte Bruder? Ja. Hab dich! Schön. Dann haben wir... Genau, dort. Letzte Truhe in Partiti. Ach, wir wären schon so viel weiter, wenn ich einfach richtig gelesen hätte. Das ist immer so ärgerlich. Aber ich glaube, wir haben das Spiel jetzt mehr oder weniger auf 91% gebracht. Also wo ich das Spiel heute gestartet habe, waren wir bei 90,3 oder 90,5%. Also ich denke mal, 91 steht da definitiv davor. So. Oh, die Musik ist halt schon echt cool. Ich glaube, ja, genau, hier müssen wir rein. Dieser Ohrschmuck ist in perfektem Zustand und mit dem Bild einer geflügelten Bestie verziert. Sie hat einen Rüssel und hält eine Fackel oder einen Stab in der Hand. Das bin ich. Ich bin auch ein Elefant in Form eines Vogels. Also ich mag Vögel und ich mag Elefanten, weil ich genauso schnaupe wie einer. Hallo? Schmuckstücke wie dieses sind ein Symbol für Reichtum. Es könnte vielleicht sogar einer Adligen gehört haben. So, damit haben wir alles. Ja. Eine Krypta fehlt uns noch. Ich frage mich aber, wo diese Krypta sein soll. Eigentlich alles so gut immer
alles immer gemacht. Und trotzdem hat das nicht ausgereicht. Das war schon echt ärgerlich, ne? Na gut, dann gehen wir jetzt nach San Juan. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass wir diese eine Krypta jetzt ja, uns nicht anschauen werden. San Juan. Hier müsste das gewesen sein. Genau. Hallo. Ein Gebetsbuch. Dieses in Leder gebundene Gebetsbuch scheint aus dem späten 16. Jahrhundert zu stammen. Es ist bemerkenswert gut erhalten. Das war auch die ganze der Truhe, Lara. Hey, der Missionar. Oh Gott, die sind so voll gestresst, die armen Vögel. Das tut mir echt leid. So, dann haben wir hier noch eine Schatztruhe. In der Richtung. Warte mal, wo war denn die hier, ne? Natürlich nicht hier. Hier drin, oder? So. Ja, genau. Die Verzierungen dieses Anhängers entsprechen der Inka-Tradition. Allerdings zeigt das Bild eindeutig einen Aztekenkrieger. So wie niedlich aus. Das dürfte eigentlich nicht möglich sein. Tja. Hey! Okay, so, dann haben wir hier auch alles bis auf 3 Überlebensverstecke, aber das ist doch eigentlich verkraftbar. Da gehen wir dann zu Cozumel hin. Cozumel. Den ganzen Weg wieder zurück, weil es so schön gewesen ist. Oh. Guck mal. 24 Minuten. Also ich denke mal, wir kommen hier sehr gut durch. Gehen wir mal hier hin. An Cozumel kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ist das unser Anfangsgebiet? Das kann unser Anfangsgebiet sein, ja, stimmt. Ja. Oh.
Oh Gott! Oh nee, doch, ja. Ah, oh, komm her! Oh Gottes Willen! Eine zweite Gruppe, die der Hauptschar der Pilger mit wenigen Tagen Abstand folgte, berichtete von merkwürdigen Ereignissen auf ihrem Weg. Die Tiere waren wilder geworden und der Dschungel gefährlicher. Die Bäume und Reben wurden knorrig und brachten Dornen hervor, so lang wie die Finger eines Mannes und scharf wie Klingen. Hier. Relikt müssten wir noch irgendwo haben. Ich wüsste aber jetzt nicht, wo das sein sollte. Metamorphose. Wir haben ein Überlebensversteck, ja. Das überhaupt? Ja, Tatsache. Hätte ich nicht gedacht. Das ist natürlich ärgerlich, dass uns dieses eine Relikt jetzt fehlt. Okay, wir haben ein Geheimnis entdeckt. Wo ist denn hier mein Relikt? Oh, hier haben wir noch eine Truhe. So, müssen wir schon wieder zurück, oder? Oder? Oh, fuck. Okay, warte. Oh, so, ja, Kameraführung, ja. Alter, das ist atmosphärisch so gut einfach nur. Oh, schwebende Steine. Das ist Xipetotec, der aztekische Gott des Kreislaufs, des Lebens, des Todes und der Wiedergeburt in all ihren Formen. Einschließlich Ackerbau, allgemeiner Vegetation, Aufständen und Hautkrankheiten. Er zog sich selbst die Haut ab, um sein Volk zu ernähren und wird meist mit einem Gewand aus Menschenhaut dargestellt. Okay. Seine Selbsthäutung könnte der Grund dafür sein, dass er in den meisten Darstellungen verschiedenfarbige Streifen trägt, die vorwiegend gelb sind, aber auch Rot- und Brauntöne enthalten. Die Anhänger Xipetoteks trugen die Haut ihrer Gefangenen 20 Tage lang und bewahrten sie dann wegen ihrer heilenden Wirkung weiter auf. Okay. Na, jedem das seine, ne? Also, muss man manchmal nicht verstehen, so die Tradition. Aber wir haben eine Errungenschaft bekommen, aber ich habe die jetzt nicht lesen können. Aber es ärgert mich schon ein bisschen, dass mir das eine Relikt. Nicht so richtig gefunden haben. Das finde ich eigentlich überhaupt nicht in Ordnung. Das natürlich ist es Gold. Aber ja, damit haben wir trotzdem
den größten Teil abgeschlossen. Ich meine, von wie viel? 42% sind wir auf 71% gekommen. Und ich würde sagen, dass ich an dieser Stelle einfach gucken noch mal, dass ich an dieser Stelle einfach das Spiel beenden werde, weil da unten haben wir das Lagerfeuer. Weil, also jetzt nochmal alles umdrehen wegen ein Relikt sehe ich persönlich jetzt nicht ganz so sehr ein. Obwohl ich ja jemand bin, der sehr gerne auf 100% immer spielt. Insofern das natürlich möglich ist, dann müssen wir natürlich noch alle Überlebensverstecke mitnehmen. Dann müssten wir noch die 9 Dokumente der Titi-Leute finden, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass wir das doch gut abgesucht haben. Aber ja, anscheinend doch nicht so gut, wie ich das vermutet habe. Oh, hat funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Und ja, ich muss abschließend kann ich noch sagen, das Spiel ist da. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, sie haben nochmal, finde ich, einen grafischen Sprung gemacht. Auch von der Atmosphäre, auch von dem Soundtrack her. Das muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das mega cool. Auch die ganze Inka-Maya-Story, beziehungsweise die ganzen Gebäude, beziehungsweise die Pyramiden etc., und die Architektur. Finde ich mega spannend, sehr interessant. Ich hatte, glaube ich, damals als kleines, was heißt kleines Kind? Ich glaube, da war ich entweder in der Grundschule oder in der 5., 6. Klasse. Da hatte ich nach 0 Uhr mal, ich weiß nicht, auf RTL 2, Pro7. Auf jeden Fall habe ich einen Film angeschaut, beziehungsweise habe ich dort reingeschaltet, als ein Mensch geopfert wurde. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wie dieser Film hieß. Ich glaube aber, es ging auch um die Maya. Und die haben die Menschen den Sonnengott geopfert. Und ja, fand ich schon als kleines Kind sehr interessant und auch sehr grausam. Wie man halt, ich meine, zur damaligen Zeit wussten sie es natürlich besser, aber wie man so damals, also wie man halt so denken konnte, okay, ich opfere einen Mensch und dann ist der Gott beruhigt oder ich opfere Tiere, weil, ja, finde ich alles ein bisschen sehr makaber, da irgendwie ein Männchen, ein Dolch ins Herz zu stoßen, damit der Gott beruhigt ist. Das kann man vielleicht mit Hades machen, aber wenn Gott sagt, ah ja, das finde ich cool, dann sollte man vielleicht noch mal überdenken, ob man diesen Gott anbeten möchte. Und ja, ich muss aber zur Story sagen, das habe ich auch schon bei der finalen Hauptstory-Folge gesagt, dass ich gar nicht mehr so richtig mitgekommen bin. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir, als ich den Anfang dieses Spiels, also die ersten 2, 3 Folgen, ne, da war ich, also ich will nicht sagen, dass der Hype nachgelassen hat, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Ich kann nicht genau sagen, was ich erwartet habe, ob ein, also das war mir dann irgendwie alles zu verworren mit Dr. Dominguez ist dann Amaratu und er will die Sonne opfern, damit Paititi vor der Menschheit oder vor der äußeren Welt verschont bleibt, also dass sie halt entdeckt wird. Und was das dann mit Kulkuka, das war mir dann einfach irgendwie alles ein kleines bisschen so viel. Bei The Rise of Tomb Raider hatte man natürlich auch dieses, ich sag mal, übernatürliche Magische, aber da war das, finde ich, sehr linear und man hatte natürlich auch einen Plot-Twist und dachte, oh, wirklich? Aber man hat nicht so leicht den Faden verloren, fand ich. Kann auch sein, dass es das erste Spiel ist, dass ich das deswegen so sehr ins Herz geschlossen habe und alles über, alles unter diesem Spiel stelle. Aber ich weiß nicht. Ich habe Tomb Raider 2013 gespielt. Und das war auch cool, ne? Dafür, dass es ein Spiel ist, was seit 11 Jahren auf dem Markt ist, war es schon echt cool. Auch wenn das halt, wie gesagt, immer nervig ist mit Überlebensverstecken, mit Relikten. Und du grast halt jedes Gebiet immer 2, 3 Mal ab. Das ist dann halt schon irgendwie nervig, dass man halt nicht alles auf einmal irgendwie mitnehmen kann. Und ich fand es aber hier teilweise irgendwie,
ein Ticken zu langatmig, obwohl ich auch wirklich sagen muss, bei The Rise of Tomb Raider hat mich das dann schon ein bisschen genervt, ne? Man wollte die Hauptstory weitermachen und endlich zu Ende führen und dann kamen wir in den letzten großen Bereich und der war halt wirklich riesig und ich dachte mir so, oh, nicht schon wieder 6 Herausforderungen, nicht schon wieder 40 Dokumente und dann hast du noch die Gegner und das und jenes. Das war dann auch anstrengend. Also ich muss ehrlich sagen, Tomb Raider lässt, also fängt stark an, aber lässt dann irgendwie trotzdem zum Ende hin nach. Und ich meine, die Lara, die ging mir heute, also die ging mir in diesem Teil richtig auf die Nerven. Ne? Die war irgendwie, ich weiß nicht, ich meine, die macht das ja nicht zum ersten Mal, dass sie irgendwelche Pyramiden, irgendwelche alten Gebäude, Architekturen oder was auch immer erkundet. Und die hat sich aber angestellt, als wäre die aus 2013. Da war die Lehrer auch schon teilweise. Ich dachte, boah, ist das wirklich dein Ernst? Warte noch 5 Minuten und dann ist dein Kompagnon wirklich tot und greift bloß nicht ein. Da war es sich hier auch schon teilweise wie aus 2013. Wobei ich sagen muss, bei The Rise of Tomb Raider war es irgendwie nicht so anstrengend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Worte von Jonah ganz am Anfang, habe ich schon richtig gefühlt, weil die Lara ist halt schon keine, guck mal, da dreht sie sich gleich um, ist schon ein kleines bisschen egoistisch. Anders kann man nicht sagen. Es muss immer nach ihrem Willen gehen. Und dann, wenn es zu spät ist, ne, und eigentlich, wenn das nach Timeline spielen sollte, hat ja ihr Umdenken in 2013, ne, auf der japanischen Insel dann angefangen, ne, weil das auch nicht alles glatt gelaufen. Bei The Rise of Tomb Raider hatte man schon irgendwie das Gefühl, also dass sie so reifer ist, ne? Und hier, keine Ahnung, hat die so 3 Schritte zurückgemacht irgendwie. Also ich muss wirklich sagen, The Rise of Tomb Raider hat mich mehr abgeholt als dieser Teil. Ich habe mir von diesem Teil ein bisschen mehr erwartet, einfach von der Storyline. Dann, also von der Atmosphäre, von den Grabrätseln, war es auch okay, hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich auch wieder sagen muss, dass The Rise of Tomb Raider irgendwie mehr Kreativität beinhaltet hat, was die Rätsel anbelangt. Ne? Und man hatte natürlich ein cooles DLC mit Baba Yaga. Ja, es war nur Baba Yaga. Das war mega cool. Das war richtig cool. Es hatte auch so einen kleinen Horrorfaktor, obwohl dieses Spiel mit den Axil, war das schon echt. Also wirklich, diese eine Begegnung, die erste Begegnung mit denen, die war echt schlimm. Ne? Ich hätte fast innerlich angefangen zu heulen. Aber irgendwie, ja, ich hab mir halt irgendwie was, ich will nicht sagen, was Besseres vorgestellt, aber es war okay, es war cool zu spielen. Die Mechanik ist seit 2013 unverändert, was auch nicht selbstverständlich ist. Und natürlich die Vertonung, muss ich auch mal betonen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spiel alles vertont. Man hat Ubisoft, man hat ZeniMax, Bethesda, wo man alles, also alles, was so Bücher oder Artefakte, was weiß ich, das muss man alles selber lesen, beziehungsweise vorlesen, wenn man ein YouTuber ist, der alles vorliest. Bei The Sinking City war es der Fall, bei Sherlock Holmes war es der Fall. Da muss man wirklich sagen, 1000 Punkte, und es macht alles schlechte Wett in der ganzen Tomb Raider-Reihe, dass die ganzen Relikte und die ganzen Dokumente vertont sind. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Da gebe ich auch den einen oder anderen Euro mehr aus. Und ja, das sind so meine abschließenden Worte. Ich hoffe, ich habe jetzt hier niemanden irgendwie verletzt, der sagt, ah, Shadow of the Tomb Raider ist der Tomb Raider Teil. Ich meine, die Meinung ist ja immer subjektiv. Ist ein gutes Spiel, aber wie gesagt, ich habe mir ein bisschen mehr von diesem Spiel erhofft. Aber ja, wie gesagt, ich bin auch gespannt, wohin die Reise als nächstes geht oder ob wir ähnlich wie bei The Elder Scrolls 6 und GTA nochmal 10 Jahre oder 15 Jahre warten müssen, ehe es einen neuen Teil gibt. Oder ob sie anfangen, auch alte Spiele zu remastern oder ein Remake rauszubringen. Das ist ja aktuell auch ein sehr großer Trend in der Gaming-Branche. Aber ich habe es auf jeden Fall auf den Schirm. Ich werde auch das nächste Tomb Raider, also jetzt keinen remasterten Teil von 1 bis 3, den werde ich nicht spielen, aber
ich würde sagen, fast oder jedes neue Tomb Raider Spiel werde ich auf jeden Fall spielen, insofern es sich natürlich lohnt. Ne? Wenn es irgendeine Abzocke ist, ne, dann sehe ich das nicht, ein Spiel zu spielen. Oder wenn es einfach ein Thema ist, was mich vielleicht nicht so interessiert oder was einfach nur ist. Aber ja, ich bin gespannt, wann der nächste Teil von Shadow of the Tomb, also nicht, also, ihr wisst, was ich meine, von Tomb Raider erscheint. Und ja, hoffe, dass wir uns dann in den vielleicht 2 Jahren dann wiedersehen werden, wenn wir dann den neuen Teil spielen. Und hoffe natürlich, dass euch dieses Let's Play, auch wenn ich mich manchmal sehr dumm angestellt habe und dass ich auch das eine Flussbett-Rätsel nur mit Nachschauen gelöst habe, gefallen hat, und hoffe natürlich, dass wir uns dann bei dem nächsten Teil, wann auch immer dieser erscheinen sollte, dann wiedersehen werden. Und wie schön es ist, ne? Wir haben hier begonnen und hier endet auch dieses Spiel.